Hallo, heute möchte ich euch drei Gegenstände vorstellen, die in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen und die ich besonders häufig im Alltag benutze. Also keiner dieser Gegenstände ist wirklich überlebensnotwendig. Also auf einer einsamen Insel von allem abgeschnitten würden die mir wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Aber trotzdem haben sie einen großen Mehrwert für mich. Es geht auch eher um Dinge, die einen bestimmten Zweck für mich erfüllen, weniger um Dinge, die eine persönliche Bedeutung für mich haben. Zu emotionalen Gegenständen habe ich auch schon ein Video gemacht, das kann ich euch nochmal verlinken. Vielen Dank auch an Armed Angels, den Sponsor des heutigen Videos. Mit dem Code minimalmimi-15 erhaltet ihr 15% Rabatt, später aber mehr dazu. Ich finde Gegenstände sehr faszinierend, gerade seitdem ich minimalistischer lebe, schätze ich das, was ich noch besitze, noch viel mehr als vorher. Und ja, wir reden auch beim Thema Minimalismus sehr viel über die Dinge, die wir nicht mehr besitzen. Aber ich finde es auch interessant, mal genauer drauf zu schauen, was ist denn jetzt von den Dingen, die übrig sind, besonders wichtig in meinem Alltag. Und der erste Gegenstand wird von uns, denke ich, immer gerne so ein bisschen verteufelt. Ich habe selber auch schon viel über die Schattenseiten gesprochen. Obwohl es eigentlich ein wirklich sehr nützlicher Gegenstand ist, der eigentlich auch kaum wegzudenken ist. Und ich finde, es kommt immer darauf an, dass man einen gesunden Umgang damit hat und ein bisschen darauf achtet, was man da konsumiert. Ich rede natürlich vom Smartphone. Ja, es ist auch ganz spannend, beim Thema Minimalismus kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man da seine Prioritäten setzt. Für die einen kann das ja bedeuten, dass man sein Leben so weit vereinfacht, dass man eher analog lebt. Aber andere nutzen gerade die Digitalisierung, um auf physische Gegenstände verzichten zu können. Denn gerade in diesem kleinen, kompakten Gerät, das irgendwie in jede Hosentasche passt und man überall mit hinnehmen kann, da sind einfach wahnsinnig viele Funktionen vereint und ja, sie ersetzen einfach viele physische Gegenstände. Ich nutze das privat und beruflich ja sehr viel im Alltag. Ich finde es sehr nützlich und möchte auch nicht darauf verzichten. Natürlich ist das ein Gerät, das nicht besonders nachhaltig hergestellt wird, deswegen nutze ich ein gebrauchtes Gerät, auch nicht gerade das neueste Modell, und ich achte darauf, dass ich es möglichst lange nutzen kann. Und am Ende achte ich auch darauf, dass ich es dann entsprechend abgebe, damit es recycelt werden kann. Denn wir neigen auch immer so ein bisschen dazu, die Altgeräte in einer Schublade verschwinden zu lassen. Und dann horten wir sie da jahrelang. Der zweite wichtige Gegenstand ist für mich mein Fahrrad. Wie wichtig es ist, merke ich immer, wenn ich es mal ein paar Tage nicht habe, weil es irgendwie in Reparatur ist. Dann vermisse ich es immer sehr und ja, ich mag das auch nicht so, auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen zu sein. Mein Fahrrad ist ziemlich alt, das ist glaube ich aus den 80ern, das ist jetzt optisch nicht mehr im besten Zustand, hat einige rostige Stellen, aber ich habe vor 2 Monaten noch einiges austauschen lassen und seitdem fährt es auch wieder einwandfrei. Das ist auch noch so eine Schwierigkeit bei dem Fahrrad, dass die Werkstätten auch nicht immer die passenden Ersatzteile dafür haben, weil das einfach so alt ist. Für mich ist der einzige Nachteil, dass es ein relativ gefährliches Verkehrsmittel ist, vor allem auf den Berliner Straßen. Und seit meinem Fahrradunfall vor 3 Jahren trage ich auch immer einen Helm, zumindest fast immer. Ansonsten hat es meiner Meinung nach nur Vorteile, zumindest für mich. Ja, mein Fahrrad gibt mir eine gewisse Freiheit und man ist damit in der Stadt oftmals schneller unterwegs als mit dem Auto oder öffentlichen Verkehrsmitteln. Man bewegt sich an der frischen Luft, tut also seinem Körper und der Gesundheit auch was Gutes. Es ist ein sehr günstiges Verkehrsmittel, also man hat eigentlich keine laufenden Kosten und es ist auch noch sehr umweltfreundlich. Kommen wir nun zum Sponsor des heutigen Videos. Kleidung ist für uns alle alltäglich, die brauchen wir alle und ihr wisst, ich wähle meine Kleidungsstücke sehr bewusst aus. Diesen Sommer ist ein neues Kleid dazu gekommen von Armed Angels. Ihr wisst, das ist eine meiner liebsten Fair Fashion Marken und das Kleid ist aus der aktuellen Summer Dresses Kollektion. Das besteht aus 100% Tencel, einem sehr umweltschonenden Material. Und ja, das fühlt sich sehr angenehm auf der Haut an. Es ist sehr leicht und luftig. Ich habe es in den letzten Wochen sehr gerne getragen und es hat mich in verschiedenen Lebenssituationen begleitet. Wenn ich in der Stadt unterwegs war, wenn ich im Garten war, wenn ich im Park oder am See war. Es hat für mich auch die perfekte Länge zum Fahrradfahren. Da muss ich keine Angst haben, dass es irgendwo hängen bleibt.
Und ja, das hat mir immer ein leichtes und sommerliches Gefühl gegeben. Falls ihr etwas für den Sommer braucht, erhaltet ihr mit dem Code minimalmimi-15 15% Rabatt bei Armed Angels. Ich verlinke euch auch nochmal alles. Ja, und jetzt kommen wir zum dritten wichtigen Gegenstand in meinem Leben. Und im Gegensatz zum Smartphone ist das ein sehr analoger Gegenstand, den viele, glaube ich, auch gar nicht mehr nutzen. Und zwar rede ich von meinem Notizheft, das für mich sehr wichtig ist. Es geht auch gar nicht so sehr um das Notizheft an sich, sondern vielmehr um das Schreiben als Gewohnheit. Ich mache das auch nicht täglich, sondern eher nach Bedarf. Ja, für mich ist das sehr wichtig, meine Gedanken schriftlich festzuhalten, alles Positive und Negative, was mich gerade beschäftigt. Das kann sehr hilfreich und heilsam sein. Ich nutze das als Dankbarkeitstagebuch und auch um meine Träume festzuhalten. Ich war schon immer eine Träumerin und schon in meiner Kindheit waren meine Tagträume und Visionen ganz wichtig. Das ist das, was mich schon immer glücklich gemacht hat und was mich auch im Leben angetrieben hat. Deswegen setze ich meine Träume auch meistens in die Realität um. Und ja, das Notizheft ist dabei sehr hilfreich. Ich habe zum Beispiel schon mit 13 von meinem Leben in Berlin oder Paris geträumt. Letztendlich fand ich Berlin dann doch interessanter und bin dann mit 20 oder 21 hierher gezogen. Ja, das waren drei wichtige Gegenstände in meinem Leben. Mich würde sehr interessieren, was für euch die wichtigsten Gegenstände im Alltag sind. Teilt es doch gerne in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!